Nach dem Sieg des Europa-Befürworters Emmanuel Macron hat sich's an der Börse jetzt zunächst einmal ausgefeiert. Was wir heute gesehen haben, das waren Gewinnmitnahmen, die letztendlich belastet haben, aber nicht ohne, dass der DAX im frühen Handel ein neues Rekordhoch markiert hat. Das liegt jetzt bei 12.762 Punkte, aber dann, wie gesagt, europaweit ging es nach unten. In der Spitze waren wir im Minus mit 0,3% gelegen beim DAX. Mit einem leicht unfreundlichen Start der Amerikaner hat sich das Minus dann etwas reduziert auf nur noch 0,1%. Viele Börsianer sagen ohnehin, das, was wir seit dem Wahlsieg von Donald Trump, also vor mehr als 100 Tagen gesehen haben, diese Kursgewinne, das ist ein Ticken zu viel. Das Ganze ist überhitzt, das Ganze ist überkauft. Da ist eine Korrektur eigentlich überfällig. Und wir haben schon so kleine Vorboten heute gesehen, denn die Verlierer des heutigen Handelstages waren die Lieblinge der vergangenen zwei Wochen, nämlich die Finanztitel. Die Commerzbank heute schwächster Wert im DAX mit einem Minus von über 2%. Auch die Deutsche Bank rutscht ab. 1% geht es hier nach unten. Schauen wir voraus. Morgen Dienstag, der 9. Mai, das sind die wichtigsten Termine. Gleich in der Früh um 8 haben wir drei Termine aus Deutschland auf einen Schlag sozusagen. Einmal das Handelsbilanzsaldo, dass es positiv ist, ist sicherlich nicht die Überraschung. Aber es ist wieder etwas angestiegen von knapp 20 Milliarden auf über 23 Milliarden. Ich sagte ja, 8 Uhr drei Termine, die Erzeugung im produzierenden Gewerbe für den März bekommen wir und die Exporte. Saison bereinigt dann und da erwarten wir noch einmal einen kleinen Anstieg von 0,2%. Dann am Nachmittag der Blick Richtung USA. Da haben wir das sogenannte Red Book. Das sind die Umsätze im amerikanischen Einzelhandel. Ja, da haben wir derzeit einen Wert von 1,2%. Sie sind also leicht angestiegen. Mal sehen, was dann morgen rauskommt. Und nachmittags dann um 16 Uhr die Lagerbestände im Großhandel. Hier erwarten wir dann noch einen kleinen Rückgang von 0,1%. Und außerdem jede Menge Zahlen. Fangen wir an mit der ersten Börsenreihe. Da haben wir Continental, Commerzbank, E.ON Münchner Rück, außerdem ThyssenKrupp. Und aus der zweiten Börsenreihe haben wir Dialog Semiconductor, Electronic Arts, Fraport, GEA Group, außerdem K+S, Zalando, Uniper, Symrise, König und Bauer, den Druckmaschinenhersteller. Und sicherlich als prominentesten Vertreter der amerikanischen großen Werte haben wir dann noch Walt Disney. Unser Ausblick auf Dienstag. Bis morgen.